Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin heute nochmal hier im Windpark Reichenbach, bei mir zu Hause in Rheinland-Pfalz. Ist jetzt knapp 3 Wochen her, seitdem ich das letzte Mal hier war. Ja, und in der Zwischenzeit ist allerhand passiert. Beide Vestas V162 mit 169 Meter Hybridturm sind nämlich mittlerweile fertig errichtet. Richtig krass. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass es doch so schnell geht. Beim letzten Mal stand die mittlere Anlage mit Narbe, aber noch ohne Blätter. Und ja, in der Zwischenzeit haben sie aber dann auch schon die erste komplett fertig errichtet. Haben das gute Wetter in den letzten Wochen ausgenutzt. War ja relativ warm und windstill. Da geht das schnell mit dem Aufbau der Anlagen. Ja, und in der Zwischenzeit ist auch der Kran zur dritten und letzten Anlage vorgerückt. Etwas gestutzt, nicht mehr ganz so hoch wie bei den beiden anderen Anlagen. So 130, 140 Meter Hakenhöhe jetzt. Die Anlage wird hier nur 119 Meter hoch. Haben sie wahrscheinlich einfach ein paar Segmente ausgespart. Ja, und auch da stehen schon die ersten beiden Turmteile. Ist noch eine Abdeckung drauf. Ja, und die ganzen Komponenten habe ich ja schon mal im anderen Video gezeigt. Da liegt die Gondel, innen dran die Blätter. Sieht man den Kühler von der Gondel. Ja, dann wird es hier nächste Woche weitergehen mit dem Aufbau der kleineren Anlage. Auf die bin ich schon ganz besonders gespannt, weil das halt die kleinste wird und das sieht bestimmt richtig cool aus mit dem kleinen Turm. Ja, unterwegs bin ich auch am Umspannwerk vorbeigefahren. Da wird auch fleißig gearbeitet. Also bin ich mal gespannt, wie lange es mit der Inbetriebnahme der Anlagen dauert. Vestas ist ja da immer relativ schnell. Bin ich mal gespannt, ob die ersten beiden dann schon bald ans Netz gehen. Naja, werde jetzt mal näher hinfahren und ja, schauen wir die Teile mal aus der Nähe an. Ja, jetzt stehe ich hier bei der vordersten Anlage in der Reihe mit der Nummer 1. Und jetzt schaut euch diesen Giganten an. Echt beeindruckend. 169 Meter Nabenhöhe, 162 Meter Rotor und 6,2 Megawatt. Das sind jetzt die größten Anlagen hier in der Region. In den letzten Jahren wurde hier halt so gut wie gar nichts gebaut in der Gegend. Und ja, das ist jetzt halt so der momentane Stand der Technik. Wobei, mittlerweile gibt es ja auch schon wieder größere. Vestas V172 wird ja jetzt auch vermehrt geplant und auch schon gebaut. Ja, aber das hier sind schon echte Giganten. Richtig cool. Ja, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass sie die zweite Anlage dann doch so schnell aufbauen. Beim letzten Mal lag sie noch hier in ihre Einzelteile zerlegt. Aber ja, Wetter war wohl sehr gut, dass sie die relativ schnell aufbauen konnten. Ja, da hinten liegen jetzt auch noch einzelne Kranteile. Das sind dann wahrscheinlich die, die sie beim anderen Kran weggelassen haben, weil der ja nicht so hoch sein muss. Ja, die Anlage kann noch nicht lange stehen. Die ist nämlich auch noch arretiert. An den Blättern hat sie auch noch diese Netze, weil sie sich noch nicht drehen kann. Nicht, dass der Rotor sich dann aufschwingt und irgendwas passiert. Ja, in der Presse hat man ja gelesen, dass BayWa so ein bisschen in Schieflage geraten ist. Aber ich habe auch gelesen, dass sie scheinbar eine Finanzspritze bekommen haben. Und ja, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass
das Renewable Energy Business auch betroffen ist davon, weil die sind ja fast überall, so viele Windparks, die man von BayWa sieht, hier in der Gegend und auch international, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die mal pleite gehen. Ja, da drüben ist dann die Nummer 2 in der Mitte. Doch noch einiges an Abstand zwischen den Anlagen. Und die Nummer 3 dann da hinten, wo der Kran steht, der fast schon wieder klein aussieht. Ja, auch heute wieder sehr windig. Also scheint echt ein sehr guter Standort zu sein hier oben auf dem Höhenrücken. Ja, ab Herbst sollen die Anlagen eigentlich laufen. Bis dahin sind sie auf jeden Fall fertig und hoffentlich auch ans Netz angeschlossen. Ja, ich bin ja regelmäßig hier. Ich werde ja dann auf jeden Fall sehen, wenn sie am Netz sind. Ja, jetzt stehe ich nochmal hier unter der Nummer 2 der mittleren Anlage. Und das ist schon echt einfach gigantisch, wenn hier so direkt drunter steht. Der Rotor ist einfach echt riesig. Ich finde, das sieht bei Vestas noch mal krasser aus als jetzt bei Enercon. Die hat zwar auch noch die Netze an den Blättern, aber die ist schon so ein bisschen am Trudeln. Die ist dann scheinbar nicht mehr komplett arretiert. Schon krass, wie schnell das ging. Beim letzten Mal lagen die Blätter noch hier. Da sieht man noch die Blattstützen. Als ich beim letzten Mal hier war, war es halt auch mega windig. Also da konnten sie nichts machen. Aber die Woche danach ging es dann Schlag auf Schlag. Meine Eltern haben mich immer auf dem Laufenden gehalten. Richtig cooles Teil. Ja, und die Anlagen dürfen zum Glück dann auch direkt loslegen, was ein bisschen schade ist. Die haben eine ziemlich fette Abschaltung in den Genehmigungsbescheid aufgedrückt bekommen. Hier ist halt Offenland, hier ist halt sehr viel Rotmilan unterwegs und ja, die Anlagen wurden halt noch nach älterem Recht genehmigt und die Anlagen müssen jetzt von März bis Ende August tagsüber komplett stillstehen bei Windgeschwindigkeiten unter 8 Meter pro Sekunde. Aber hier müssen auch erstmal 8 Meter pro Sekunde, mehr als 8 Meter pro Sekunde wehen. Das heißt, ich gehe von aus, dass sie dann den ganzen Sommer stillstehen werden. Und das ist echt schade und auch ziemlich übertrieben, meiner Meinung nach. Also mittlerweile, es gibt so viele Studien, die zeigen mittlerweile, dass Rotmilan insbesondere und Windkraft sehr gut miteinander vereinbar sind. Also die Vögel sind gar nicht so dumm, also die erkennen die Anlagen und fliegen drumherum. Und ja, mittlerweile gibt es auch Studien, die die Todesursachen von Rotmilan sehr gut untersucht haben. Und Windkraft gehört nicht zu den Haupttodesursachen. Also da kommt Straßenverkehr auf jeden Fall an vorderer Stelle. Prädation durch andere Großvögel natürlich. Züge und auch Vergiftung. Gerade in Osteuropa ein riesiges Thema. Also wer viel mit dem Auto fährt, schaut mal in Straßengraben, wie viele tote Vögel hier liegen. Unter einem Windrad habe ich ja noch nie einen toten Vogel gesehen. Also das ist halt schade, dass die Anlagen dadurch halt ziemlich einen Verlust haben dann. Aber vielleicht installiert man nachträglich irgendwie noch so ein Antikollisionssystem, dass die Anlagen dann halt abschalten, wenn sich ein Vogel nähert. Das ist ja dann, funktioniert ja dann mit
Kameras und KI basiert. Aber ja, sorgt natürlich auch für Verschleiß bei den Anlagen, wenn die ständig abbremsen müssen, wenn hier ein Vogel vorbeifliegt und er noch nicht mal gegen die Anlage fliegt, sondern einfach Bock hat die ganze Zeit, um die Anlage drumherum zu fliegen. Das kann natürlich dann auch passieren. Aber ich hoffe mal, dass man hier irgendwie noch eine Lösung findet, dass die Anlagen dann auch im Sommer laufen können, weil das wäre schon echt ziemlich kacke. Wie gesagt, also ich finde, wenn Windkraft gut geplant ist, dann sind Naturschutz und Windkraft sehr gut miteinander vereinbar. Viele Leute, gerade so die Hardcore-Windkraftgegner, sind da anderer Meinung, aber ja, es gibt eben Studien, die das zeigen und da lässt sich auch nicht viel dran rütteln. Wer per se gegen Windkraft ist, ist halt so, aber gibt auch Studien, die das mittlerweile widerlegen. Ja, da hinten, wo man vom Thema spricht, da ruft er schon wieder, der Rotmilan. Ja, da hinten hat sich auch was getan. Am Horizont. Da steht die neue E138 im Windpark Freisen-Eitzweiler. Ist mittlerweile auch fertig, war beim letzten Mal auch noch im Bau. Und die kleine S77 steht auch noch nebendran. Sehr witzig. Wo ist er denn jetzt, der Rotmilan? Ich sehe ihn gar nicht. Ab September dürfen die Anlagen auf jeden Fall laufen. Ab dann fangen die Rotmilane eigentlich schon an, wieder gen Süden zu ziehen und da zu überwintern. Klar, mit Klimawandel bleiben jetzt halt auch ein paar hier. Aber tendenziell sagt man, dass ja ab August dann ist die jungen Aufzucht vorbei und dann ziehen sie eigentlich gen Süden. Naja, ich werde jetzt mal noch vorlaufen zur dritten Anlage und da mal noch vorbeischauen. So, hier ist jetzt die Nummer 3. Die kleine im Bunde, in Anführungszeichen, mit 119 Meter Nabenhöhe. Stahlturm. Ja, hier stand ich beim letzten Mal auch schon und habe die Komponenten ein bisschen gezeigt. Ja, der Kran ist mittlerweile jetzt hierher umgezogen. Schon krass, dass sie die Blätter bei der zweiten gezogen haben und die erste komplett errichtet haben, seitdem ich das letzte Mal hier war. Und dann auch jetzt hier schon zugange sind. Das ging echt schnell. Ja, die ersten beiden Röhren vom Turm haben sie schon aufeinander gesetzt. Das sind die beiden kurzen hier. Auch eine verrückte Konstruktion. Das untere Segment ist ziemlich schmal und nach oben hin wird es noch ein bisschen breiter. Und bei den Stahltürmen, die sind immer außen verschraubt. Vom Übergang zum ersten, zum zweiten Segment sieht man zum Beispiel auch bei den V112 oder so mit 140 Meter Turm. Ja, und dann kommen noch 4 Stahlröhren drauf. Hier in der Mitte, das ist die mit dem roten Ring. Und das da ist dann die oberste, die dieses Teil da dran hat. Da frage ich mich immer, was ist das für ein Teil? Das habe ich jetzt schon öfters gesehen, aber das kenne ich eigentlich nur von Vestas. Gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Ja, Gondel liegt hinten dran. Da haben sie den Kühler mittlerweile auch befestigt. Und die Nabe. Und ja, da die 3 Blätter hinten dran. Und das hier ist dann quasi das Teil, um die Blätter zu befestigen. Also dieser, wie sagt man dazu, Blade Gripper. Diese hydraulische Blatthebefunktion, die so ein bisschen abgespaced aussieht.
weiß gar nicht, was links und rechts das ist. Das sind, glaube ich, sieht aus wie so zwei große Ventilatoren. So ein bisschen wie so eine Wasserwaage irgendwie. Ja, auch gerne mal schreiben, was das für einen Sinn hat. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die kleinere Anlage hier mit 119 Meter Turm. Immer cool, so große Anlagen auf kleinem Turm. Und ja, die steht eben zu nah am nächsten Hof, der jetzt hier hinten im Tal liegt. Deshalb wird sie jetzt ein bisschen kleiner, aber lohnt sich hier wahrscheinlich immer noch an diesem Standort. Das ist ja echt ein sehr guter Standort. Hinten nochmal Windpark Freisener Höhe mit den ganzen Anlagen. Auch fleißig am Laufen heute. Und da hinten nochmal Windpark Freisen-Eitzweiler, Hahnweiler. Da ist auch die neue E138. Ist auch so die erste hier in der Region. Und da drüben in Wolfersweiler sollen eigentlich auch noch die kleinen E40 weg. Und da sollte eigentlich auch noch eine E82 gebaut werden. Mal gespannt, ob das noch passiert. Ja, und hier dann auch noch mal ein schöner Blick auf die beiden fertigen. Cooler Park auf jeden Fall. Die zwei großen und dann die kleine hier. Freue ich mich schon drauf, wenn die dann am Netz sind. Ja, ich nehme an, dass es hier dann nächste Woche weitergeht. Beziehungsweise morgen. Ja, heute ist Sonntag. Morgen wird es hier weitergehen, wenn es die Windverhältnisse erlauben. Wobei ich glaube, also die Turmteile sind jetzt weniger windanfällig als jetzt die Blätter. Also die Blätter, da muss es wirklich sehr windstill sein. Und die Turmteile kann man noch ein bisschen mehr Wind ziehen. Naja, ich bin gespannt und halte euch auf dem Laufenden. Ja, von hier aus nochmal ein sehr schöner Blick auf alle drei Anlagen aus der anderen Richtung. Hier die Nummer 2, die als erstes fertig war. Da drüben die Nummer 1. Ist auch gerade echt nochmal sehr schön die Sonne rausgekommen. Und Wind hat auch nochmal gut aufgefrischt. Also hier oben auf dem Berg ist echt immer Wind. Zeigt noch mal, was für ein guter Standort das hier ist. Und die Nummer 3 dann hier drüben, wo der Kran steht. Ja, und ich nehme an, wenn ich das nächste Mal hier bin, in ein paar Wochen, ist die Anlage hier auf jeden Fall schon fertig. Ja, wenn Sie Glück haben, das nächste Woche ein bisschen windstiller ist, dann werden Sie die innerhalb der nächsten Woche wahrscheinlich komplett aufbauen. Ja, bin ich schon gespannt, wenn die dann fertig ist. Hier unten ist auf jeden Fall ein Hof. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, ob die Anlage deshalb ein bisschen kleiner ist. Also da werden auf jeden Fall Pellets hergestellt, aber ich bin nicht sicher, ob der Hof bewohnt ist. Aber hinten dran ist auf jeden Fall noch ein anderer Hof. Kann auch gut sein, dass sie deshalb bisschen niedriger ist. Ah, hier ist noch die Baustelleneinrichtungsfläche mit den ganzen Baubüros und so weiter. Ja, dann bin ich gespannt, wie es hier beim nächsten Mal aussieht. Dann wird die Anlage hier fertig sein, die 3. Und wer weiß, vielleicht sind dann die anderen beiden schon ans Netz angeschlossen und schon am Laufen. Da bin ich echt gespannt. Aber dann können sie direkt zur windreichen Jahreszeit ans Netz gehen. Und der Rotmilan ist fleißig am Rufen hier. Ja, ich werde dann mal mich langsam auf den Rückweg machen, werde aber unterwegs nochmal kurz anhalten und filmen.
Ja, zum Abschluss habe ich jetzt hier auf der Anhöhe nochmal angehalten mit Blick auf den Windpark Fuhren-Linden. Hier stehen vier Senvion 3.2M114. Stehen auch schon eine Weile, 2016 erbaut. Ja, und die Anlagen laufen sehr zuverlässig. Also die sieht man selten mal stehen. Sieht man auch sehr gut von Baumholder aus. 141 Meter Nabenhöhe. Da steht's, Senvion 3.2M114. Ja, immer wieder ein Jammer, dass Senvion damals pleite gegangen ist. Das sind echt sehr gute Anlagen. Laufen sehr, sehr zuverlässig. Sind auch somit die einzigen hier in der Region. Ja, und von hier aus hat man jetzt auch eine sehr coole Fernsicht. Denn von hier aus sieht man jetzt auch den Windpark Reichenbach. Da hinten auf dem Höhenzug. Da sieht man die fertigen Anlagen. Da die zweite. Da noch eine. Und im Hintergrund sieht man auch den Windpark Niederhambach. Da stehen auch 5 Senvion 3.4M104. Aber ja, mit den 4 Stück hier in Fuhren-Linden sind das so die einzigen Senvion-Anlagen. Genau, und da hinten dann die dritte Anlage, wo der Kran steht. Da ist nochmal Windpark Dienstweiler. Also von hier oben aus hat man ja, eine sehr schöne Fernsicht. Ja, dann werde ich mich verabschieden. Dann soll es das gewesen sein. Jetzt habt ihr mal wieder ein kurzes Update vom Windpark Reichenbach. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich werde nochmal hinfahren, wenn dann die dritte Anlage steht. Und auf jeden Fall, wenn die Anlagen laufen. Ja, im Nachgang habe ich noch ein paar coole Drohnenaufnahmen. Super schön geworden bei dem Wetter. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.